Er schmilzt den Schnee für uns. Und holt ihn beschwimmt zurück. Ich habe so lange von diesem Tag geträumt. Wir haben genug von Osiris Macht, um Seths Eis zu schmelzen. Ja. Es fehlt nur noch eine Kanobe. Dann können wir Osiris erwecken. Und wo, denkt ihr, ist das letzte Fragment? Ich habe es. Ich hatte es die ganze Zeit. Es gibt keine Hoffnung, Osiris zu erwecken. Die gab es nie. Ich habe gewonnen. Kommt, schmelzt mit dem bisschen Macht, das Osiris noch hat, das Eis. Und dann kommt in meinen Tempel. Lasst uns feiern. Gemeinsam. Ist das ein Penner? Arschloch. Komm, wir müssen die Kälte bannen. Die Frage ist, wie weit muss ich jetzt? Reicht das so? Kommt es halt aus. Wir haben Tag-Nacht gemacht. Plus Regen plus Schnee. Noch irgendwann ein Scheiß. Was fehlt? Soll ich das sagen? Glaube nicht. Wir sollen seinen Hintern zurückholen. Ah, das ist schon der finale Kampf? Ja, sieht so aus. Ehrlich? Das ging jetzt aber doch ein bisschen schnell, du. Mhm. Okay, ja, dann machen wir das mal. Verlieren wir keine Zeit. Das letzte Fragment wartet. Na klar. Warte mal. Sniper plus... Boah, ja. War da nicht nur was mit Schädel? Schädel. Ja. Ja. Hier irgendwo. Aber... Ich dachte, es ist mehr so hier etwa. Ja, da sind wir wieder im Wasser. Hey. Ja, wir können uns ja noch mal... Weiß nicht, wir haben ja eh noch ein paar Rätsel, die wir mit Carsten als zu dritt dann lösen müssen. Ja, wir begeben uns ja auf den Weg. Auf den Weg, auf den Weg. Auf den Weg! Super. Und Eis out noch. Scheiße. Der Opa. Wirklich alles ein. Der macht alles. Der Opa hat voll den Schaden, Alter. Einen Tagschaden. Oh ja. Einen Tagschaden, den hat er. Siehst du, und deswegen habe ich gesagt, das war. Au. Oh. Es ja. Gibt mehrere, wo wir rein können. Sind wir bereit? Nein, wir sind nur zu zweit. Ob wir wollen oder nicht. Vielleicht. Wir sind nur zu zweit, wir sind nicht bereit. Nein, ich will nicht. Jo, komm ich mit. Oh, Grab des Seth. Besiege Seth in weniger als 5 Minuten. Nee. Wirf 5 Gegner in die zentrale Grube. Es gibt zentrale Gruben. Okay. Triff 5 Gegner auf einmal mit einer Explosion eines Leuchtfeuers. Wir können Leuchtfeuer machen. Anscheinend. Ja. Keine Ahnung. Lauf mindestens einmal zwischen Seths Beine. Also das können wir machen. Das ist doch ekelhaft, Alter, was das Spiel für uns hier verlangt. Ihr habt mehr getan, als wir von euch verlangen konnten, Sterbliche. Ihr müsst uns nicht begleiten. Ihr könnt mich nicht daran hindern, Isis. Das ist nicht gut. Lol. Ja, doch, das ist gut. Ja. Das wäre fast Harry Potter-like, Alter. Lecker Potter. Ich dachte, wir haben Kroko besiegt. Kroko, Platz jetzt. Du weißt, was du zu tun hast. Lol, der tut wieder eins hin. Platz, Kroko. Ah. Oh Mann. Oh Mann. Was machst du denn? Lol. Ist es die Alte da wieder? Nein, der Opa. Nehmt Opa. Euch in Acht. Ich bin mächtiger als Osiris, denn ich habe den Tod selbst besiegt und bin zurückgekehrt. Mächtiger denn je. Und ich muss euch dafür danken. Oh, fuck. Wenn ich sage, Gott, ist Platz? Bringen wir es zu Ende. Komm, wir gehen durch die Beine. Nein! Nein! Ich habe dich getötet. Du bist tot. Bruder, kommt
zu mir! Lass mich dir die wahre Bedeutung des Todes zeigen! Durch die Beine! Okay. Oh. Ich geh mal nach. Abgezählt anscheinend. Wenn ihr tot da seid, ist er! Mach ich aus euren Leichen Puppen! Hui! Ich hab gesagt, ihr würdet. Du musst auch durch. Wodurch? Durch die Beine! So, hier. Aua! So, warte, ich zünde schnell an. Oh, sie schon geil. Oh ja. Ja, Osiris. Aber wir haben Osirische Schutzwand. Lol. Alter. Geht aber Lo Kroko ist da. La Kroko. Oh oh. Das ist ein Problem, Skarabäen. Ich werde erst ruhen, wenn ich alles ich bin tot. Verschlungen habe. Nein, bin ich nicht. Und der Mittelpunkt aller Dinge bin. Schluss mit der Angeberei. So, nächster Punkt. Problem. Blitz. Zweites Problem. Gegner. So, ich hab... Ah, fuck. Ich hab's nicht ganz. Weg. Oh Mann, jetzt hat er schon wieder hin. Oh oh. Weg, weg, weg. Abgesehen von dem Skarabäen. So, jetzt. Hab ich's Ende. Au. Wow. Ich bin leicht down. Aber nur leicht. Nee, hey, du lebst noch. Ja, hopp, hopp, hopp. Dritter Punkt. Warte, da. Ja. Jetzt bin ich down. Nee, scheiße, der hat den Punkt da unten wieder gemacht. Ja, ich bin kurz vom Wiederkommen. Hey, cool. Jetzt. So, jetzt. Jawohl! Da hinten! Opa! Boah, geschießt dann den Kreis. Ich will es spannender machen. Ja, super, super. Lol, Schildwächter. Noch habt ihr nicht gewonnen. Es braucht mehr als das, um mich aufzuhalten. Alter, jetzt. Zeig mal, was du kannst. Verdammt. Da wo. Warte, warte, ich komm. Oh oh. Oh 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 oh. Problem, Problem. Okay, so. Okay. Warte, ich komm, 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 da, 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 da. Gut. So, gut, wo ist er jetzt? Jetzt haben wir's. Aua. Kommt schon, er ist verletzt. Das ist unsere Chance. Alter. Ah, man, du bist viel zu langsam. Ich weiß. Jawohl! Yeah! Lol, oh, ich bin die ganze Zeit. Wir könnten fliegen! So, fucker! Helf mir! Osiris? Mein Liebster? Ich habe nicht viel Zeit, Isis. Ihr habt viel von meiner Macht wiederhergestellt, aber ich gehöre jetzt in das Land der Toten. Vater, du darfst nicht gehen. Nicht schon wieder. Das ist der Lauf der Welt, mein Sohn. Seth wird versuchen, sich zu befreien, und die Duat wird ihn nicht ewig aufhalten. Es ist ein Kreislauf. Wir werden hier auf ihn warten und ihn erneut aufhalten. Bis dahin musst du wachsam bleiben. Sterbliche, ihr habt heute viel Gutes getan und dafür stehe ich tief in eurer Schuld. Seths Fluch ist gebrochen. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Bis ich zurückkehre, meine Familie, wisset, dass ich euch liebe und über euch wache. Tja, Croft, ich muss mich wohl entschuldigen. Hätte ich den Stab nicht angefasst. Alles Schnee von gestern, Carter. Wäre ich schneller gewesen, hätte ich ihn vermutlich angefasst. Sagen Sie das keinem, aber es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Ich schweige wie ein Grab. Und gleichfalls. Solltet ihr je hierher zurückkehren, kommt zu uns. Wir brauchen eure Hilfe. Seth wird nicht lange tot sein und der Kampf ist noch nicht vorbei.
Ihr könnt alle Schätze behalten, die ihr hier gefunden habt, solange ihr sie im Dienst des Lichts verwendet. Geht mit dem Segen von Osiris. Nun, da der Fluch gebrochen war, stand es uns frei zu gehen, ohne uns noch einmal umzublicken. Doch es gibt viele Wege. Und einige Entscheidungen sind leichter als andere. Seth wird zurückkehren. Und die Götter werden meine Hilfe brauchen. Und wenn es soweit ist, werde ich bereit sein. Was ist mit Carter? Wird er bereit sein? Krasser Scheiß. Ja, Carter ist nicht so wichtig anscheinend. Echt? Krasser Scheiß, Alter. Also der letzte Kampf, der war echt geil. Ja, ja. Also dagegen war der Kampf im Vorgänger irgendwie, naja, er war auch geil, aber der ist geiler irgendwie. Ja gut, es wurde halt viel mehr mit der Landschaft gearbeitet, mit der Umgebung und, also andere Blickwinkel und so. Hm. Bei Xolotl, das war ja starres von oben drauf gucken irgendwie. Hm. Ja, beim anderen war es ja Teamarbeit, weil ich muss die Kugel wegmachen, du musst es entzünden. Und da mussten wir immer wieder aufpassen, weil der Kroko kam. Bei vier Spielern ist es natürlich leichter, weil ja zwei übernehmen und dann schnell zum. Wobei ich glaube, da machen die es bestimmt auch noch schwieriger ein bisschen. Ja gut, wir haben es nie zu viert gespielt und ich weiß nicht, ob wir das hier machen werden. Schade eigentlich. Also mit zu viert ist das Chaos. Auf jeden Fall. Zu viert ist das Chaos vorprogrammiert. Ja, also zu dritt ist bei uns schon Chaos vorprogrammiert, wenn nicht schon sogar zu zweit. Also. Das ist der Hammer. Geiles Spiel, für den Preis unschlagbar. Und ja, jetzt noch ohne Season Pass, aber ich weiß ja nicht, was im Season Pass alles ist, also. Der kostet nur 10 Euro, habe ich gesehen, aber weiter habe ich auch nicht geschaut. Mal gucken. Wenn ja. Da noch irgendwas Interessantes ist, dann. Ich gehe mal davon aus, mehr Rätsel oder sowas. Weil es ist crazy shit, Alter. Yo, crazy. Aber es ging mir jetzt ein bisschen sehr schnell zum Schluss irgendwie. Ja. Also ab dem einen Kampf hier vor dem Eistempel, da ging mir das zu schnell dann auf einmal. Allein der Kampf da mit dem Eistypen, Alter, das ging mir zu schnell. Und dann, danach, okay, das hat sich wieder gezogen, aber es ging mir irgendwie zu schnell zum Schluss. Es ist halt schade, dass es trotzdem so kurz ist, weil es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Ich stelle jetzt mal die Vermutung im Raum, vielleicht hatten die nicht genügend Zeit, jedes Level richtig auszustraffieren. Ja, es ist ja, also... Ich fand nur das als nicht befriedigend, also den fand ich als ungenügend. Hm. Alle anderen fand ich, das ist mal mehr, mal weniger ausgereizt, aber das fand ich ja scheiße. Hm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber prinzipiell echt Hammerspiel. Im Koop macht es übrigens sau viel Spaß. Ja, sowas spielt man, muss man im Koop spielen, ansonsten ist es langweilig. Das ist wirklich so. Hm. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin... So, jetzt ist alles gesagt. Ich bin ein bisschen geflasht. Und so vom Ende her, das ist... Ich weiß nicht, also für mich persönlich hat das so immer so ein bisschen... So wie so ein Filmende sehe ich das jetzt so. Kann ich nicht beschreiben, ist halt saugeil. Ist echt total geil. Ich brauche dir nichts mehr sagen. Außer vielleicht, dass vielleicht noch ein paar Parts kommen. Mit Carsten. Mhm. Die Rätsel, wo man nicht zu zweit machen kann. Und ansonsten... Krasser Scheiß. Also das Projekt hat uns voll viel Spaß gemacht. Ja, zieht euch am besten intravenös rein. Das ist mein Tipp. Komische Tipps, die du hier verteilst. Ehrlich, echt ganz komisch. Oh ja. Ne, es hat mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nur Koop. Allein steckst mir zu langweilig vor. Mhm. Weil da einfach so viel passiert, so viel Mist einfach immer, wo man sich einfach nur an den Kopf hauen kann. Und das macht's eben aus. Solche Situation. Okay. Oh. Böses Hündchen. Geht sogar noch weiter. Cool. Wahrscheinlich halt Rätsel und so weiter. Offene Welt halt. Das, was man am wenigsten gedacht hat zu schaffen, haben wir geschafft. Geil. Oh ja. Ich dachte, jetzt ist zu Ende. Jetzt kommen wir ins Menü. Nix war's.
Ne, wahrscheinlich zum Weitermachen. Ja, nochmal gucken. Also die große Truhe kannst du auch machen. Kriegst du mir eine Waffe bestimmt, ne? Ein Ring. Will ich mir mal wenigstens jetzt anschauen. Ring. Wie? Da, das ist der. Glaube ich, oder? Ja, okay. Jetzt ist alles wo hier. Das ist ja schwer rauszufinden, welcher war das jetzt. Ja, das ist bestimmt der, weil der geilste ist. Magieschildleben. Nehme ich jetzt. Oh lol, Osiris-Statue. Zieh mal das Kleid hier noch an. Ja. In Anführungsstrichen. Ah, schade, wo sieht man uns mal in Nachnamen? Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Zwischensequenz wieder. Leute, wir glitzern! Super, warum hat das jetzt bei mir nicht geklappt? Weil du scheiße bist. Ja, du bist auch scheiße. Wissen vielleicht einige nicht. Da. Ja. Gut, dann müssen wir schon arg herschauen. Warte mal. Vielleicht wenn wir jetzt rausgehen? Ja, schauen dann. Wir mal. Nee. Spielende. Seht es besiegt, aber nicht für immer. Herausforderungen waren überall. Ja gut. Aktiviere Obeliske, um deine Fähigkeiten auf Probe zu stellen. Ach, darum sind die da. Ja. Ja. Besuche Orte bei anderem Wetter für seltene Beute und neue Herausforderungen. Ja, das machen wir aber dann nur mit Carsten. Ja. Der muss den Scheiß AKA noch mitmachen. AKA Speedy. Bei Herausforderungen, das wird eine Herausforderung, den dazu zu bewegen. Ja. Wobei, jetzt ruckelt's irgendwie ein bisschen. Ja. Naja, das war's. Also mehr gibt's auch nicht zu sagen. Crazy Shit, holt's euch, ist saugünstig, ist sein Preis auf jeden Fall wert. Ups. Und wir sehen uns bei anderen Projekten. Viel Spaß noch, Leute. Tschüss. Tschüss. Ja. Mach mal. Ey, werd ich frech. Jawohl!